Mitte, links oder rechts? Ich habe gerade ein Auge aufgemacht. Wie cool ist das denn? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was es ist. Ich glaube, okay. Wir sortieren das Schäfchen jetzt einfach aus. Nicht das Schäfchen! Oh mein Gott, wie süß das ist. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und zwar einer Oster-Challenge, unserer ersten Oster-Challenge dieses Jahr, ja, ne? Ja, das stimmt. Also der ersten richtigen Oster-Challenge und zwar wähle nicht das falsche Osterkörbchen. Ja, wir haben mega niedliche Osterkörbchen hier und da ist auch schon ein bisschen was drin. Wir dürfen nicht zu genau hingucken. Ja, genau, wir dürfen nicht zu genau hingucken. Wir haben einmal ein pinkes, ein grünes und ein Schäfchen. Und ich glaube, die werdet ihr die nächsten Wochen auch noch öfter bei uns sehen. Die sind alle süß. Vielleicht können wir die auch zum Ostereiersammeln benutzen. Oder so. Und da sind auf jeden Fall Bastelmaterialien drin und Deko-Sachen. Und wir werden jetzt 5 Runden spielen und nach den 5 Runden basteln wir mit den Sachen, die wir rausgezogen haben. Aber ja, es gibt auch immer Runden, in denen halt nichts drin ist. Ein leeres Körbchen. Ein leeres Körbchen. Das heißt, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass man wirklich hinter 5 Materialien hat, richtig, mit denen man was Schönes für Ostern basteln kann. Ich habe eine gute Idee, Kathi. Was hältst du davon, wenn eine von uns immer die Augen zumacht? Ja. Und die anderen die Osterkörbchen hin und her bewegt? Ja. Weil man sieht dann so ein bisschen... Genau, dann kann man ja Mitte, Seite genau, oder Seite oder zeigen oder ja, so, ne? Und ich bin auch einfach mal dafür, dass Kathi anfangen darf, sich das erste Osterkörbchen aussuchen. Okay. Ich habe sie alle getauscht. Ich nehme das hier in der Mitte. Das okay, hier. Hervorragend. Ich gucke? Du darfst die Augen aufmachen. Oh nein, es ist das, wo nichts drin ist. Das ist super süß, das Schäfchen, aber das muss ich ja wieder abgeben. Das heißt, in der ersten Runde kein Bastelmaterial für mich. Okay. Dann musst du jetzt wieder... Das heißt also, es kann auch sein, dass beide kein Material bekommen, wenn du jetzt aufs Gleiche ziehst. Was passiert, wenn ich 5 Runden lang kein Material bekomme, Kathi? Dann machen wir noch eine 6. Runde. Okay, danke. Okay, du darfst hier Mitte, links oder rechts. Ich habe gerade ein Auge aufgemacht, kannst du nochmal tauschen? Ich bin so ehrlich, es tut mir leid, ich habe das Spiel nicht verstanden. So, ich habe nochmal getauscht. Okay, ich nehme rechts. Das hier. Ja, das war jetzt die Vorführrunde und ab jetzt geht's gleich richtig los. Okay, wir hoffen, dass wir diese Runde was bekommen. Genau, und wir müssen erstmal wieder weggucken. Ja. Okay. Soll ich mischen oder du? Du misch zuerst. Okay. Ich habe die Augen zu, ich behalte sie auch. Ich gucke auch nicht so genau hin, weil ich darf ja auch noch nicht sehen, was drin ist. Ist ein bisschen, wäre besser, wenn die Osterkörbchen richtig zu wären. Wenn es Osterkisten wären. Genau, wenn es Osterkisten wären. Oder Ostereier. Ostereier wären mega cool. Okay, ich habe sie jetzt durchmischt. Dann okay, nicht gucken. Ich nehme die Mitte. Okay. Es ist wieder das Schäfchen. Aber da ist was drin. Wie cool ist das denn? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ist. Eine Pompomschlange. Ja, richtig schön von der Farbe. Mega. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, da wirst du was Schönes für Ostern basteln. Das denke ich auch. Gut, dann mache ich mal die Augen zu, dann mische ich nochmal. Dann ist ja wohl ein Bastelmaterial jetzt auch schon weg. Also ein Körbchen ist leer, Kathi. Ich werde sie ein bisschen durchmischen. Vielleicht sind auch 2 leer. Ich hoffe, dass ich überhaupt irgendwie noch eine Chance habe. Also ich lunche mal rein und ich sage dir, eins ist leer. Das habe ich mal 2 Jahre rausgenommen. An den anderen beiden hast du noch Glück und bekommst was. Ich nehme das hier. Oh. Links. Das ist leer. Ja, haben wir eigentlich bisher nur das Schäfchen gezogen? Ja. Ja. Wir haben irgendwie eine sehr... Eine Affinität. Eine Schäfchen... eine Schäfchensträhne. Ja. Alles klar. Gut. Gut, dann... wir machen neue wieder Runde. Die Augen zu und dann gibt es wieder eine neue Runde. Gut, also ich glaube, wir können wieder, ne? Okay. Und ich glaube, wir dürfen halt auch nicht so genau hingucken, wie wir uns gerade schon gesagt haben, man sieht einiges. Okay. Das heißt, wir gucken einfach mal die Augen zu. Okay, soll ich mit zumischen oder ich? Ich mische. Okay. Ich bemühe mich. Okay, hier ist auf jeden Fall was Großes und das eine Körbchen liegt, Kathi. So, ich habe sie gemischt. Okay, ich nehme jetzt einfach mal die Mitte. Oh! Was ist mit diesem Schäfchen los? Aber immerhin ist irgendwas drin. Es ist Lieblingspapier und es sind ganz viele verschiedene Muster. Nicht unbedingt cool für Ostern, aber ich glaube, das kann ich mir schön für Ostern vorstellen. Mega. Auch und das Rosa, ne? Ich habe noch keinmal nicht das Schäfchen gezogen. Vielleicht nennen wir dieses Video auch einfach, was ist mit dem Schäfchen los? Genau. Gut, aber immerhin schon mal ein Bastelmaterial. Ja. Dann Augen zu bei dir. Okay, du kannst. Ich nehme rechts. Es ist das Schäfchen! Und das ist nichts drin. Mann, dieses Schäfchen. Es ist, Leute, es ist echt keine Absicht, ne? Wir haben jetzt 6 Runden gespielt und wir hatten 6-mal das Schäfchen. Es ist, ja genau, 3 Runden A, 2 Personen, die immer wieder das Schäfchen nehmen. Alles klar. Ich glaube, wir sortieren das Schäfchen jetzt einfach aus. Nicht das Schäfchen! Es muss irgendwie weitergehen ohne Schäfchen. Die Körbchen sind gefüllt. Ja. Und ich darf zuerst.
zuerst aussuchen, ne? Ja, okay. Ich mische dann für dich nochmal. Du musst nochmal für mich mischen. Oh, ich fühle schon, es guckt schon wieder oben was raus. Also, ich habe ein bisschen gemischt. War schon noch nicht ganz. Sind das jetzt zwei oder drei Körbchen, Kathi? Das Schäfchen ist wieder da. Okay. Das Schäfchen ist zurückgekommen. Mhm. Ich nehme die Mitte. Boah, jetzt hast du was. Es ist nicht das Schäfchen! Zeig mal, was du da alles hast. Das ist richtig cool. Ich habe ein ganzes Osterkörbchen voll. Also ich habe nochmal diesen Basteldraht. Ja, der ist mega den cool. Würde ich auch total gerne mal ausprobieren. Dann habe ich hier... Die kennen wir auch schon. Die Blumen kennen wir schon, ja. Aber die sind auch mega cool. Die sind auch mit Draht drin. Ey, wir hatten dieses Körbchen gepackt. Dann habe ich noch Gründraht. Ah. Das ist aber auch so eine... Boah, du kannst da so einen richtig schönen Kranz oder so mitmachen. So eine große Schnur. Mega. Und mit den Blumen mit integriert. Mm. Oh, das wird sehr, sehr schön bei Eva. Das ist sehr ich hoffe cool. mal, dass ich auch noch was außer meinem Papier bekomme. Ja. Ich mache mal die Augen zu. Ich habe jetzt wirklich versucht, nicht hinzugucken, aber ich habe gesehen, dass auch viel drin in den Körben, die übergeblieben sind. Also die Körbchen werden besser. Am Anfang war hier nur dieses rote Band drin. So, ich tausche nochmal. So. Okay. Es ist getauscht. Du kannst. Du kannst dir was aussuchen. Ich nehme das wirklich vor mir. Oh. Nein! Okay, Pech gehabt. Nein, nächste Runde. Nicht. Nächste Runde. Wir sitzen hier wieder mit zu den Augen. Also wir hatten ja eben eine Testrunde und danach waren es, glaube ich, vier Runden. Vier Runden oder drei? Auf jeden Fall, wie viele kommen noch? Noch zwei. Noch zwei, noch okay. Zwei Runden. Zwei. Okay, gut, dann... ich werde ein bisschen tauschen. Okay. Weil ich habe gerade als erstes ausgewählt. So, ich tausche noch ein bisschen. Okay, Kathi, welches möchtest du? Ich bemühe mich nicht in die Körbe eben hatte ich das, was vor mir sehr war. Sehr voll. Ich nehme jetzt einfach, glaube ich, die Mitte. Das war eine sehr gute Entscheidung, Kathi. Boah, jetzt habe ich mal richtig Glück. Ich habe Stifte, da sind auch noch so Klammern mit dran. Dann habe ich, was ist das? Glitzerpapier. Okay. Und, oh, wie süß, ich habe hier so kleine Glitzerhasen. Oh. Okay. Richtig süß. Und es geht noch weiter. Ich habe so Gras, also so Ostergras. Ja, Respekt. Jetzt langsam füllt sich das hier ein bisschen. Ja. Okay. Okay. Augen zu, ich mische nochmal für dich. Das Schäfchen hat übrigens, die Schäfchenreihe ist abgebrochen. Ne? Du kannst. Ja, das Schäfchen ist weg. Ja. Ich nehme auch die Mitte. Das Schäfchen ist wieder da. Das Schäfchen ist zurückgekommen. Oh. Ich habe Glitzersteinchen und ich habe... Ach, das Boah, ist ich finde, das passt alles so gut bei dir zusammen. Also du kannst das so cool dekorieren. Ja, das ist mit den ganzes, Drähten und so. Das ist ein ganzes Nest. Richtig cool. Ja. Alles klar. So, das ist leer. Das ist leer. Die müssen wieder gefüllt werden, bitte. Alles klar. Ich darf zuerst aussuchen, ne? Ja. Also gerne, ich blick da nicht mehr durch. Okay, ich bin aber ganz zufrieden. In der letzten Runde habe ich ja endlich genug Bastelmaterialien zusammengesammelt. Mhm. Okay, gut. Dann such dir was aus oder soll ich nochmal mischen? Nee, alles gut. Ich nehme rechts. Welches? Das hier? Bei dir? Nimmst ja, du? Das. Das sind Eierchen drin. Und es ist wieder das Schaf. Also vielleicht können wir das nochmal zusammen zählen. Nehmen das hier in der Mitte. Das okay, hier. Hervorragend. Das okay. Hier. Nein! Das ist wieder das Schäfchen. Oh, links. Einfach mal die Mitte. Oh. Was ist mit diesem Schäfchen los? Es ist das Schäfchen! Und es ist nichts drin. Das Schäfchen ist wieder das da! Das Schäfchen ist zurückgekommen. Ja, das... Na egal. Okay. Auf jeden Fall, hier sind drei wunderschöne Eier. Dann misch noch mal für mich. Ich habe es extra wieder nicht richtig hingeguckt. Alles gut, das Schaf fliegt schon mal raus. Wobei, das Schaf kommt wieder rein und setzt sich mit dazu. Aber es ist leer, Kathi. Bedenke, das Schaf ist leer. Ja. Okay, 3, 2, 1. Kathi entscheidet sich für die linke Seite. Oh, und das, was drin auch diese Blumen. Aber ich habe hier einen Weiß. Alles klar. Also, ich habe diesen Draht nochmal. Also, nochmal zur Zusammenfassung. Glitzersteine, Eier und einen Korb. Zum Glück sind das Plastikeier. Ich habe gerade schon wieder eins fallen lassen. Wunderschöne Blumen in einer wunderschönen Farbe. Und Basteldraht. Ich mache die gerade schon mal auseinander. Wir hatten die ja letztens schon mal in einem Video. Genau, die sind mit so einem Draht hier noch zusammen. Ich brauche die auf jeden Fall einzeln. Ja, also wir bereiten jetzt noch ein bisschen vor. Und genau. Dann fünf Minuten noch. 5 Minuten für Kathi gehen jetzt los. Eine Schere darf ich benutzen. Ja. Und ich habe mir gerade schon mal alles so ausgepackt. Die Zeit läuft jetzt schon? Mhm. Okay. 5 Sekunden sind schon weg, Kathi. Oh nein. So, ich habe hier dieses Ostergras und die Blüten. Ich versuche mir damit irgendwie so ein bisschen so ein Kränzchen zusammenzubinden. Eine zauberhafte Idee. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Nein, das hoffe ich auch. 25 Sekunden sind schon vorbei. Kathi arbeitet höchst konzentriert.
Du hast sehr, sehr coole Sachen. Diese Hasen sind einfach mega niedlich. Richtig süß, ne? Sind das eigentlich Servietten? Ich glaube, da kann man vielleicht so eine Karte, wenn man so eine, so eine Osterkarte. Tischkärtchen, ne? Ich dachte an was Ähnliches mit dem Tisch, aber ich dachte wieder mal an Servietten. Das wird richtig cool. Gerade einfach die Hasen gefilmt und in dem halt derzeit hat Kathi einfach einen halben Meter schon gewickelt. Ich schneide das jetzt hier einfach ab. So. Ich wollte gerade sagen, ist das essbar? Nein, es ist nicht das essbare Ostergras. Nicht verwechseln. Mal gucken, ob es das auch wieder dieses Jahr gibt. Ich hoffe. So, ist jetzt nicht so stabil, aber ich glaube so ein bisschen. Das ist ja eigentlich Esspapier, das Ostergras. Kathi arbeitet an einer großflächigen Skulptur. Nee, es wird tatsächlich rund. Ja. Sehr cool. Ein etwas chaotisches Osterkränzchen. Aber so, es kann ja auch so ein bisschen uneben sein. Muss ja nicht alles immer komplett. Oh mein Gott, wie süß das ist! Oh. Das ist so niedlich. Hallo Hasi. So, jetzt. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch 2 Minuten und 50 Sekunden. Also ich bin schon ziemlich beeindruckt. Was wird hier ausgeschnitten? Rate mal. Was könnte Kathi ausschneiden? Was könnte es sein? Wer es raten kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Mein Tipp wären Eier. Oder Hasen. Ich glaube, es werden Eier. Tricky. Richtig gut gedacht. Es wird ein 3D-Ei. Also das ist schon sehr, sehr hübsch. Das gleiche mache ich jetzt hier gerade nochmal mit einer anderen Farbe. Ich überlege gerade, ob man Eier komplett in Glitzer einhüllen kann eigentlich. Wir haben schon lange keine Eier mehr dekoriert. Sehr, das kann man bestimmt. Mhm. So. Nächste Woche. Eiche Nummer 2. Mhm. Ich finde, es sieht mit diesem Glitzer noch besser aus. Ne? Ich mache da mal. Ja, rein. Also ich würde auch das Glitzer Zeit also haben. Nee, wobei es sieht so von nur ein paar Zentimeter Entfernung, sieht beides mega schön aus tatsächlich. Ich habe ja noch dieses Papier. Ja. Und die Stifte habe ich auch gar nicht benutzt, aber ich glaube, dazu kommt. Ja, ich glaube, wir hatten wirklich einfach reichlich Materialien. Wir hatten dann doch irgendwie Glück. Am Anfang dachte ich so, es gibt keine Materialien. Am Anfang schwierig. Als wir noch unsere Pechsträhne mit dem Schäfchen hatten. So. Deko-Eichen Nummer 3. Aber ein mega guter Trick, diese 3D-Eier zu machen. Jetzt versuche ich nochmal eins aus Papier zu machen. Ja. Ich finde dieses blaue, nämlich das erinnert mich sehr an so Ostereier, die mit Wasserfarbe angemalt wurden. Schnell ein Stückchen abschneiden, einmal falten. Hatten wir nicht auch mal eine Challenge gemacht, wo wir aus Zufallsmaterialien Ostereier gefärbt haben? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube ja. Das klingt oder so wie eine Candy Challenge war das, glaube ich, ne? Wie eine Candy Challenge und dann Ostereier? Und dann hatten wir da so Materialien. Ja. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber ich habe auf jeden Fall gerade richtig, richtig Lust, wo ich das hier sehe, Ostereier zu gestalten. So, ich auch. So, da ist das nächste. Also das ist mega schön. Kathi hat noch 22 Sekunden Zeit. Um das alles zu drapieren. Ich stehe noch drapieren. Mal auf. Drapieren. Ich finde, das hier vorne muss noch ein Häschen hin. Das ist eine sehr schöne Deko. Und damit ist Kathis Zeit von 5 Minuten vorbei. Verwerfen. So, weg ist es. Okay, Kathi, bist du zufrieden? Genau, ich bin ganz zufrieden. Ich habe erst so gedacht, wie mache ich das? Es wäre mir jetzt lieber gewesen, wenn ich noch richtiges Band oder Draht gehabt hätte, dann hätte ich die Blumen noch mehr so in den Kranz gebracht. Aber mit diesem Ostergras ging es auch einigermaßen. Es ist so ein bisschen unförmig geworden, aber wenn man sich das jetzt noch so... Ich habe da noch eine Idee. So. Man braucht noch so eine Schale zusätzlich. Oder diesen großen Teller. Nee, guck mal so. Das ist auch mega schön, ja. Dann legt man das hier alles rein, dann kann man die Ostereier auch hier so ein bisschen mehr so an die Seite legen.
Und dann kann man da noch echte Ostereier dazulegen. Mhm. Bestes Versteck für Ostereier. So. Ich finde das also, ist ganz mega süß gemacht, schön. Ne? Eine mega schöne Osterschale von Kathi. Und zusätzlich mit diesen kleinen Häschen. Mhm. Zauberhaft. Mal gucken, was ich mache aus meinem Material. Jetzt hat Eva erstmal 5 Minuten. Okay, so, es geht jetzt wieder los. Eva hat sich eine Bastelfrisur schon gemacht, glaube ich. Ja, ich habe die Haare hoch, damit sie mich nicht stören. Und die Zeit läuft. Okay, 5 Minuten. Ich werde als erstes einmal meine schönen Eier hier dekorieren. Und dafür werde ich die Glitzersteine benutzen. Das Wichtigste auf jeden Fall. Ja, das finde ich cool. Also wenn man da jetzt richtig Zeit hätte, dann könnte man die so ganz ordentlich komplett bekleben und dann wären die einfach komplett außenrum mit Glitzersteinen. Ja, ne? Mega schön. Bei mir wird das jetzt leider nicht ganz so viel, aber ich bemühe mich wenigstens einmal so drumherum zu gehen. Vielleicht müssen wir für weitere Ostereier-Deko noch mehr Glitzersteine besorgen. Ja. Weil ich finde diese selbstklebenden mega hübsch. Ich muss aber sagen, guck mal hier, wenn man so sieht, grün, lila, pink, hier ist auch so pink. Mhm. Ich finde, das passt alles schön zusammen. Ja. Kannst du gut. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich die... Und du hast ja das Glück, dass du so ein kleines Klappchen ja. dabei hast. Ob ich tatsächlich die Fäden von den Eiern abschneide. Du weißt ja, die Schere kannst du einfach so benutzen. Die nehme ich mir einfach her. Aber ich glaube, ich lasse die dran. Vielleicht benutzen wir die Eier ja nochmal. Wollen wir die nochmal aufhängen? Ja, wir wollen ja sicher hier auch noch österlich dekorieren in einem Studio, ne? Ja, ich meine, wir werden bestimmt. Wer hat über mich gelacht, als ich österlich gesagt habe letztens? Donny, ne? Ja, weiß ich nicht. Das heißt aber doch so. Das heißt auch so. Ich war auch so. Was? Wieso lachst du, wenn ich österlich sage? Es ist ein Wort. Nein, das ist nicht. Hat Donny gesagt. Nee, wir gestalten unser Studio ja immer gern um. Da werden wir bestimmt auch eine kleine Osterumdeko noch machen, ne? Ja, Umdekorierung. Umdekorierung. Umdeko ist, glaube ich, kein Wort. Nee, Wortneuschöpfung. So, okay. Das Osternest ist schon mal fertig. Das eine Ei ist ja zum Glück schon glitzert. Wie cool ist einfach mit... Also in so das kurzer ist mega, Zeit mega mit einfach. Glitzersteinen. Okay. Ich habe mir auch gedacht, wenn man einfach so... Hühnereier hat. Mhm. Da finde ich immer, die weißen sind natürlich noch ein bisschen praktischer zum Dekorieren. Wenn man die einfach mit Glitzersteinen beklebt, dann sieht das auch so aus, ne? Ja. So, ich wollte eigentlich die pinke Schnur mit einwickeln und jetzt habe ich das vergessen. Auf jeden Fall machen. Wenn ich die gehabt hätte, hätte ich die auch mit eingewickelt. Mal gucken, jetzt muss ich hier nochmal zurückwickeln. Ich werde die einfach parallel benutzen mit diesem Ding zusammen. Jetzt wollte ich eigentlich eine zweite Blume noch. Nein. Hinter Evas mache die Disco-Beleuchtung. Mache das die nicht sonderlich. Mache das nicht sonderlich schlau. Bei Kathi hat das, glaube ich, eben ein bisschen besser. So richtig gut gehalten hat es ja auch nicht bei mir. Deswegen habe ich mir dann diese Schüssel hier noch genommen oder Schale. Ja, es hält tatsächlich richtig gut, aber mein. Du hast ja auch hier, das ist ja auch mit Draht, ne? Das ist tatsächlich auch mit Draht. Ich habe das Glück, ich habe 3 Sachen mit Draht, das ist auch noch mit Draht. Ich könnte tatsächlich super viel machen. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich glaube, ich mache hier so einen kleinen Abstand rein. Wie viel Platz brauche ich denn? Bei mir wird das tatsächlich auch ein Kranz. Das sieht ja süß aus. Aber das ist so schön farbenfroh, finde ich. Ja, so, ich habe, gucke gerade mal, ich wollte das auf beide Seiten haben, so rum, so rum, so rum. Und dann müsste ich da noch welche hin haben. Dann habe ich, ich mache zweimal, das kommt jetzt zusammen. Hier wird einfach richtig krass einfach gewickelt. Ich habe ja zum Glück von diesem hier. Hast du echt viel, ne? Ich habe richtig viel davon. Wenn es an einem nicht mangelt, dann an ja. Bambus. Ja. Wie heißt es? Wie heißt das? Lorbeer. Nein. Fuchsbaum. Fuchsbaum. Herrje, das ist. Wo sind wir mit unseren botanischen Fähigkeiten? Ja, die Fuchsbäume wurden doch alle, die sind doch alle eingetrocknet. Ja, das stimmt. Ein Buchsbaumbefall. Ich weiß nicht, ob das überregional oder nur bei uns vor allem hier bei uns passiert ist, aber ganz, ganz viele Buchsbäume sind in den letzten Jahren leider eingegangen. So, ein paar. Okay, wie viel Zeit? Ich habe noch 1 Minute. Oh, das sieht aber so richtig schön aus. Es ist mega farbenfroh. Das Nest würde ich hier noch so ein Schild dran hängen, das gefällt mir nicht. Wo ist hier, warum ist hier noch ein Schild dran? Das ist noch neu. Wer lässt denn da einfach die Preisschilder immer dran? Jetzt muss ich das nur noch schließen hier. Das geht tatsächlich auch gut. Also dieses Buchsbaum, dieses künstliche mit Draht dran, ist einfach mega praktisch. Also es hält das Ganze wirklich richtig stabil zusammen. Und lässt sich dann auch noch hier so dran festdrücken. Also die Zeit, und man sieht es einfach nicht. Ist jetzt wahrscheinlich schon gleich. Nein, ich habe noch 30 Sekunden. Ach so. Ich habe die Zeit im Blick. So.
Auch hier bei mir nicht hundertprozentig stabil. So, das finde ich eigentlich passt das auch gut, ne? Ja. Das soll jetzt ein bisschen natürlich gewachsen aussehen. Genau. Gewachsen mit pinken, mit pink, viel Pink drin. So. Ah! Es klebt an meinem Finger. Es gibt noch mehr Glitzersteine. Okay, ich habe 4 Sekunden noch. 3, 2, 1 und gleich fängt es an zu fieben. Okay. Genau, du hast auch nicht alle Materialien benutzt. Nee. Aber. So, einmal hier, hör auf damit. Also, ich habe einen Kranz gemacht, ich nehme ihn nochmal hoch, wobei der auch nicht so super stabil ist. Da braucht man, ich glaube, so zum Kränzebinden braucht man eigentlich ein bisschen mehr Ruhe. Ja, ein bisschen Druck muss man da ja auch immer so ausüben, ne? Ja, also das hat allerdings sehr gut geklappt mit diesem... Bringen auch direkt so eine Osterlaune da rein. Ich finde, die sehen aus wie kleine Ostereier. Ja, diese Pompons sind diese Kombination aus den Pompons. Und hier habe ich auch nicht alles von benutzt. Diesem künstlichen Grün, was einfach mega stabil ist. Aber das ist ein richtig schönes Grün, weil stell dir mal vor, du hättest von mir dieses hier gehabt. Ah, ja. Das wird da sich, also das wäre ein bisschen zu klein. Das passt wieder gut zu dem Weißen. Ne? Also wir haben das zu dem Pink auch. Wir haben das sehr gut zusammen. Wir haben das sehr gut ausgewählt. Oder, ja, wir haben immer das richtige Körbchen. Wir haben das richtige Körbchen. Ich wollte gerade sagen, haben wir das errätselt? Nein, wir haben es Er spielt. Nein, wir haben das sehr gut ausgewählt. Und wir haben 2 sehr, sehr niedliche Sachen. Ich habe tatsächlich... Die Beine nicht perfekt sind, aber was da geht es ja auch. Genau, es geht ja auch nicht immer dabei ums Perfektsein, sondern auch einfach darum, dass es uns süß gefällt aussieht. Ich finde diesen Hack mega gut. Also das ist eine sehr coole Idee, um eben Eierdeko zu machen. Man könnte auch noch einen Faden hier dran machen, dann kann man die auch super schön aufhängen. Gerade hier mit diesen etwas stabileren... Also es ist ja so ein Stoff, so ein Bastelstoff. Damit funktioniert das gut. Es nimmt direkt eine gute Form an, finde ich. Ja, sehr, sehr cool. Also sehr schöne Osterideen. Und da, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe die einfach so aufeinander gelegt und dann geschnitten. Mhm. Und dann hat man auch gleich 2 Eier, die ungefähr gleich groß sind. Das erste als Schablone fürs zweite benutzt. Genau. Guter Trick. Und es gibt natürlich in den nächsten Tagen, es sind ja noch 2 Wochen bis Ostern, gibt es noch weitere coole Ostervideos natürlich. Noch ein ganz, bisschen ganz viele basteln. Ja, Torten bestimmt auch noch. Mhm. Was zu essen. Und es wird auf jeden Fall super, super cool. Wir freuen uns auf Ostern. Wir hoffen natürlich ihr auch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, was macht ihr so für Osterdeko? Was hättet ihr so mit den Materialien in 5 Minuten gemacht? Oder was macht ihr vielleicht ganz in Ruhe 5 Stunden lang? Schreibt das alles unten rein. Ihr wisst, wir beeilen uns immer. Wir machen alles als Challenge. Schnell. Aber mit ein bisschen mehr Zeit kann man auch echt richtig coole Sachen rausmachen. Ja, absolut. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.